Artikelnummer SCP-031. Objektklasse Sicher. Sonderverwahrungsverfahren. SCP-031 wird in einer Standardverwahrkammer für Humanoide im Flügel für sichere SCPs von Standort 77 gehalten. Mitarbeiter, die mit SCP-031 interagieren müssen, dürfen es nicht direkt ansehen und müssen zur Kommunikation mit den Testsubjekten die eingebaute Gegensprechanlage verwenden. Die Verwahrkammer muss einmal wöchentlich durch Reinigungspersonal gesäubert werden, welches eine Brille mit trüben Gläsern tragen muss, um die Auswirkungen von SCP-031 abzumildern. Beschreibung: Bei SCP-031 handelt es sich um einen amorphen Organismus mit einer Masse von 75 kg. SCP-031 kann sich mit einer Geschwindigkeit von 3 km/h bewegen und hinterlässt bei der Fortbewegung eine Ölspur. Das SCP ist nur zu rudimentären körperlichen Bewegungen fähig. Die Untersuchung von entnommenen Gewebeproben hat gezeigt, dass SCP-031 zumindest teilweise aus menschlichen Muskel- und Epidermalgewebe besteht. SCP-031 ist in der Lage, menschliche Sprache in jeder Tonhöhe wiederzugeben, obwohl es derzeit nicht bekannt ist, wie die Biologie von SCP-031 dies ermöglicht. Subjekte, die SCP-031 direkt wahrnehmen, sehen es als eine Person, die die Subjekte kennen und für welche sie irgendwann in ihrer Vergangenheit romantische Gefühle gehegt hatten. Bemerkt SCP-031, dass es beobachtet wird, beginnt es zu behaupten, die besagte Person zu sein und dass sie durch eine Schicksalsfügung nun mittellos sei. SCP-031 wird versuchen, mit dieser Geschichte das Subjekt davon zu überzeugen, es für einen längeren Zeitraum bei sich aufzunehmen, solange bis sich seine Situation wieder verbessert hat. Dieser Effekt betrifft alle Personen, die SCP-031 direkt betrachten, und Experimente konnten bisher keine Obergrenze für die Anzahl der Personen finden, die gleichzeitig von SCP-031 betroffen sein können. Nachdem SCP-031 die Wohnung des Subjektes inspiziert hat, wird es versuchen, eine romantische Beziehung mit diesem einzugehen. Im Erfolgsfall wird das SCP damit beginnen, im Heim des Subjektes zu leben. Es konnten mehrere Fälle dokumentiert werden, in denen SCP-031 mehr als ein Subjekt gleichzeitig aktiv beeinflusst, was schließlich zur Bildung eines Nests führte, welches aus mindestens 18 verschiedenen Hotelzimmern mit Subjekten führte, die in irgendeiner Beziehung zu SCP-031 standen. SCP-031 wurde nach sich widersprechenden Polizeiaussagen gefunden, die nach einem Aufstand in Redigiert. Aufgenommen wurden. Mehrere Personen berichteten über widersprüchliche Ansichten über das Aussehen von SCP-031 und auch erste zivile Einheiten vor Ort waren betroffen. Die weitreichende Verabreichung von Anästhetika und Beruhigungsmitteln beruhigten jedoch alle betroffenen Personen und MEK-Psi-7 gelang es, SCP-031 aus dem verlassenen Hotel, in dem es seinen Wohnsitz hatte, zu bergen. Mit Stand vom 16. November 1958 wird SCP-031 als sicher eingestuft. Anhang: Nachforschungen haben ergeben, dass aromantische Subjekte nicht von den Effekten von SCP-031 betroffen sind. All diese Subjekte berichten jedoch davon, dass es sich bei SCP-031 um eine kleine, gedrungene humanoide Figur handelt, deren spezifische Merkmale durch dunklen Rauch verdeckt werden, welche aus dem Körper von SCP-031 heraustritt. Um dieses Phänomen zu erklären, sind weitere Versuche erforderlich. Andere Experimente haben gezeigt, dass die Wahrnehmung von Subjekten, die von SCP-1937 betroffen sind, ähnlich beeinflusst wird.